Moin. Schönen guten Abend. Wir spielen heute mal wieder eine Runde Enshrouded. Und das heutige Ziel ist es so ein bisschen das, wie heißt es gleich noch, das Bauernhaus ein bisschen zu dekorieren, weil aktuell ist es ein wenig trostlos. Und den Garten zu erweitern. Und anschließend mit dem ganzen Flachs, was wir jetzt hier haben und angebaut haben, vielleicht mal ein paar Missionen zu machen, die wir hier finden. Genau, also das ist der heutige Plan. Mal kicken. Kann ich eigentlich... Ich hab's kaputt gemacht. Okay, schade. Rein. Dann können wir hier mal die Spindel bedienen. So, und dann erstmal Wasser. Also das mit dem Wasser ist noch ein bisschen blöd. Weil es irgendwie aktuell anscheinend noch nicht die Möglichkeit gibt, einen Brunnen zu bauen, beziehungsweise habe ich vielleicht die Möglichkeit noch nicht. Kriege ich noch irgendwie mehr Wasser? Kann ich den eigentlich abbauen? Schade. Schade.
Oh, nice. Hey, ja, ich sehe dich immer noch ab und zu in den Fernen auf den Boden stürzen. Keine Sorge, das ist keine Schande, aber wenn du im Stil... Nee, aber wenn du mit Stil fliegen willst, solltest du mit mir einen besseren Gleiter basteln. Ja, können wir gerne machen. Oh, ich brauche noch Miyamas Masak. Oh, das können wir doch mal machen. Okay. Oh.
Augart. Nice. Ja, das Übliche halt. Und bei dir? Oh, okay. Schade. Hast du einfach nichts zu tun oder einfach nur gammeln? Nice.
kann ich morgen zum Glück und übermorgen und ich habe Urlaub. Voll geil. Ja, wir haben einen neuen Gleiter bekommen. Mit dem kann man jetzt bedeutend weiter fliegen, beziehungsweise verbraucht er weniger Ausdauer, was schön ist. Und ja, dann können wir hier schön durch die Gegend gleiten und... Oh, wir müssen noch da unten. Ja, das ist der Ach, Kacke. Ja, das ist der Gleiter. Bestien unter der Erde. Ich schleppte gerade etwas Baumaterial, als ich ein Rumpeln unter meinen Füßen spürte. Erschrocken stolperte ich über meine schwere Last und stürzte zu Boden. Ich musste mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen sein. Als ich erwachte, spürte ich ein Kribbeln an meiner Handfläche. Ein Krabbeln. Ein Stechen. Irgendein Vieh hat seine nadelartigen Zähne in meine Hand gestoßen. Ich schüttelte es ab, aufgewühlt durch den Schrecken. Ich wollte es zerstampfen. Aber das Tier hat sich unter der Erde verkrochen. Baut ohne mich weiter, während ich die Wunde versorge. Bleh. Ich glaube, wir sollten mal eine neue Rüstung holen. Ja, das machen wir doch mal eben. Gott, Gott, Gott. Was checkst du denn da dran nicht? Ach so.
sollst das Land von Miasma befreien und bauen und ja, aber die meisten Spiele haben keinen Sinn. Keinen richtigen. Ja. Ja, genau. Also dasselbe wie in Ark Survival, Minecraft, Valheim und. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann alle Quests abschließen und dann kannst du einfach weiterspielen. Aber das kann ich halt noch nicht sagen, weil das ist halt aktuell noch im Early Access. Oh, das ist Kacke. Hast du denn anständig dafür gelernt? Kann ich verstehen, hatte ich auch nie. Oh, so habe ich das auch gemacht. Damit ich das meiste Wissen noch zur Prüfung oder zum Test drin hatte. Naja, aber das Gute war, dass ich im Unterricht immer gut aufgepasst habe, so dass ich eigentlich nur einmal die Sachen durchlesen musste und das war mein Lernen und dann hat man irgendwie eine 2 geschrieben oder so. Also ich hielt sich zum Glück alles in Grenzen. Ja, das ist mega. Aber Teste sind trotzdem nervig.
Von wie viel? Ah, ja, siehst du. Also das entspricht ja etwa eine 2 plus oder eine 1, glaube ich. Ja, super, Glückwunsch. Ah, okay. Ja, ich habe da überhaupt keinen Plan. Ich kenne nur die Noten und das war's. Never let it go.
Watch out for splinters! Thank you.
Was? Was meinst du damit? Oder ist einfach dein Internet weggecrashed wieder? Okay, vielleicht weil du einfach den Tab offen hattest, kann das vielleicht sein? Oder kann das irgendeine Twitch-Werbung gewesen sein, wo du dann einfach einen Streamer vorgeschlagen bekommst? Weil bei mir steht eigentlich nichts drinne. Komisch. Ja, das ist wirklich komisch. Bei mir ist nämlich eigentlich alles völlig in Ordnung. Check gerade auch meine irgendwie einen Bot, den ich vielleicht habe. Ob hier irgendwas drin steht.
Okay. Jo, das ist super. Aber trotzdem ist das sehr verwunderlich. Finde ich zumindest. Ja, das kann sein, dass er dann einfach alle nimmt, die denselben Namen haben. Und dann überall den Befehl ausführt oder sowas. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, weil Twitch da nicht so gut, glaube ich, programmiert ist, dafür aber halt relativ offen. Ja, was anderes kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Okay, ich würde dann auch einmal eben kurz eine kurze Pause machen. Dann passt das ja perfekt. Also, bis gleich. Was gibt's das denn bei dir? Ich habe gerade mal das Spiel neu gestartet und es gab sofort ein Update. Ist natürlich auch nice. Bis auf die Tatsache, dass erstmal 30 GB entpackt werden mussten.
Oh, nice. Und dann noch Pommes und so weiter dazu oder nur Cheeseburger? Sauber. So, kann ich mir jetzt die letzte Hose bauen? Wow, ein. One.
Wieso macht das Stream-Element jetzt auch? Ah. Oh.
potenziellen Punkte, die ihr spielen könnt, werden weniger. Und vielleicht längst das gerade, wenn ich mir noch den Spielchat angucke. Bevor du weitermachst. Ja, jetzt habe ich weiter gemacht. Jetzt ist das sehen. Nein, es der Leck. Ich hab nur das Chat gesehen. Wir haben F und Leck geschrieben. Du kannst deine Gitarre sonst auch wieder runterstellen auf 8000. Kann ich das on the fly? Ah, nee, ja, ich kann es on the fly. Okay, Peter, wo ist Scholz? Kann er schon mal hier üben. Also du musst natürlich bei Obis runter und nee, musst du nicht. Musst nee, du nicht. Ich kann das on the fly. Bitrate kannst du on the fly, Auflösung nicht. Jade geht jetzt um irgendeinen Ostgefecht. Das ist der einzige, der Punkt ist, ne? Ich glaube, das sind die Ostgefeeling. Hast du so ein Feeling, ja? Ich will da Will Smith sehen, der da irgendeinen auf die Fresse haut. Ich finde das ganz schön gemein, dass du schon jetzt schon weißt, dass das um die Ostgefecht geht. Dann konntest du dich vorbereiten. Ich kann mich vorbereiten. Vielleicht anhand der Bemalung auf dem Boden weißt du jetzt, welcher das ist. Okay, tu es denn jetzt schon wieder. Klickt. Besser, okay. Ja, guck mal, dann hat sich das genau mit der Bitrate geändert. Super. Kann sein. Ist faszinierend, oder? Ja, jetzt hat sich's. Hat immer noch ausgelassen. Aber die Seite? Also oben. Ja. S1 Streams, denn M3 ist die geile Sau. Nee, dann. M1 ist Schmutz. Hatte ich auch. Lokal? Ja, mit M3 immer der. M1 ist eine Hure. Bei mir wollte ich das halt vorher testen. Hab doch immer an der Zeit. Wer hat das denn angeguckt? Ja, das sehe ich, Blast of Frame. Bis auf wie viel hast du jetzt so gestellt? Geh mal kurz was trinken holen. Auf 6. Ach, ich mach so Gulasch. Sonst geh doch kurz auf M3. Ja, dann muss ich dafür den Stream beenden. Und dann bin ich Switch. Dann ist leider aber der Streamer auf YouTube auf jeden Fall weg, ne? Ja, aber der streamt doch. Und sagt zumindest noch viel. Ja, also wenn der Stream-Server nicht unterbrochen wird, eigentlich nicht. Doch. M3 geht, geht M3 auf YouTube? Das meine ich nämlich, geht nur M1 und M2 auf YouTube. Wie geht's? Jetzt ist gut. Jetzt hat sich auch wieder gefallen. Der Chat ist gegangen, daran war es. Also lieber Chat, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Entweder, also eigentlich kann es nicht am PC liegen, weil der ist relativ okay. Und, es kann auch liegen, weil er sehr gut in der Leitung liegen. Kann ich leider nichts tun. Gerade läuft's. Jetzt wo Jay weg ist. Jay ist das Problem. Jay Delay. Ja, immer wenn Jay da mit seiner Zunge die ganze Zeit rumspielt, dann geht die Bitrate so in den Keller. Mag das nicht. So. Dann warten wir noch das kurz auf Jay. Nennt mich auch Jay Delay. So, okay. Boah, der war besser als alles, was du für 58 Euro der E-Ring war schon gut. Ja, doch. Dann versuchen wir das jetzt. Also, Peter und Jay, wir spielen eine Zeitrunde. Das bedeutet, euer Kreis wird immer größer mit der Zeit, aber die Punkte werden weniger. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr viele Punkte abräumen wollt. Und ihr seht hier... Schnell sein. Genau. Wir sollten, sobald wir nicht wissen, sobald du es nicht weißt... Und ich nicht vorher schon rede, Telefonjoker direkt machen, weil dann wäre die Zeit gestoppt, ne? Läuft ja da nicht weiter. Telefonjoker und Chatjoker bitte vor der Zeit ziehen. Den Vergrößerungsjoker auch, den könnt ihr jetzt nicht. Moment, aber wir kriegen erst die Frage, ne? Also wir müssen nicht jetzt schon die Telefonjoker rein, ne? Genau, okay. Ich nenne euch erst die Frage. Okay. Weil, können wir sagen, ob wir den Joker wollen oder genau, am besten geht okay, schon dann da immer rein, das ist am besten. Ja, mach mal kurze Zeit auf, kurze Pause auf jeden Fall, bevor du direkt starten nach der Frage. Okay, pass auf. Der Academy Awards ist der wohl bekannteste Preis der Welt. Dabei ist er vor allem als Oscar bekannt, was eigentlich nur der Spitzname der Trophäe ist. Was viele nicht wissen, der Preis wurde nicht immer in Los Angeles verliehen, sondern in zwei Jahren auch in New York. Was ihr jetzt aber wissen solltet, in welchem Jahr fanden die ersten Academy Awards statt? Chat. Chat? Okay, wir nehmen Chat. Ich bin für Chat. Er ist cool. Okay, ich
nehme euch den Chat-Joker weg. Wir werden dann einmal... Nur Telefon nehmen können. Aber wir nehmen jetzt den Chat. Okay. Ja, Chat ist cooler als die. Dann zeige ich euch den Chat oder wollt ihr den selber aufmachen? Na, ich zeige euch den einfach. Zeig uns bitte den Chat. Chat, sag uns mal bitte, wann die das erste Mal kamen, die Academy Awards. Ich stelle gerade, ich mache eine Stoppuhr. 30 Sekunden habt ihr Zeit, ab jetzt. Bis auf 1929. Gehen wir, Chat. Gott. Muss man jetzt auch erstmal treffen auf den Fall. Das ist so richtig. Also 2000 habe ich auch schon gesehen. Das kann nicht sein. Also 1950 ist ganz gut. 1975. Das heißt, 1925 ist 3 Uhr. Ja, genau, 3 Uhr. Also, das sind wir da unten. Das ist aber auch schon hart, ne? Dass du zwar direkt in Zeit. Also, setz du das mal. Ich führe, du hast das gerade auch jetzt. Also, ihr habt das Problem, was der Chat geschrieben hat. Jay und Lee, wer von euch will den Kreis? Peter platziert den Kreis, denkt dran. 1000 Punkte, ihr startet damit. Ihr drückt auf Fertig, wenn ihr meint, dass da der Kreis gut ist. Ihr könnt aber auch warten, bis er noch größer wird. In welchem Jahr fanden die ersten Academy Awards statt? 45 Sekunden. Ich hätte da gesagt. Ja. Okay, dann drücke ich jetzt auf Fertig, ja? Ja. 893 Punkte. Ich hätte vor euch auch fertig drücken können, wa? Was? Das wäre ein bisschen witzig gewesen. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ja, zumindest wenn ich mit der Maus über den. Konnte ich über den. Ich dachte, warum ist denn fertig? War er mit der Maus so? Mit der so drüber gearbeitet? Warum machst du das nicht einfach direkt? Musst du direkt ausnutzen. Einfach instant einloggen. Ich hab Bock, das auszunutzen, weil dann wird Andi nicht noch vorbereitet sein und dann wird nicht alles verzögern. Du hast recht, ich werde Dschungelcamp. Ja, ist okay. Hast du recht. Danke, Bram. Ich werde nicht fertig. Ich wollte nur gesagt haben, weil ich weiß nicht, ob ich vielleicht dem falschen Team einfach zugeordnet bin. Nein, alles gut. Also lieber bei uns. Ihr wollt was? 1929 eventuell. Okay, wir wissen ja nicht, ob das wirklich da ist. Wir schauen mal, was ihr so getroffen habt, ob ihr das gesucht habt. Sonst sollten wir nochmal einen Retake-Joker nehmen, oder? Das ist zu easy eigentlich zu schaffen, oder? Ja, aber das ist überhaupt nachher nochmal. Was dran? Ja, ihr habt getroffen. Peter, du bist heute der Punkt im Betrug. Alter, extra Punkte? Nein, leider nicht. Okay, wir haben wieder Drop Frames. Ich die perfekt getroffen und wieso kriegen wir nur 893 Punkte? Ja, weil wir die weil Zeit, wir haben das war doch so. Also, ja, stimmt. okay, ich muss auf M3 umstellen, weil M1 nicht möchte. Probier aber probieren das auch mit YouTube einfach so. Weil würde sonst auch mit YouTube funktionieren. Das safe genau. Mit M3, dass das nicht geht? In der Mesh steht das nicht. Nicht? Ich durch. Es ist ein anderer Server. Kannst du das Telefon von Dominik kurz anrufen? Warte. Aber euren. Ruf ihn an. YouTube. Ey, probier M3. Du, sonst haben die Leute auf YouTube mal eben M1. Ich hab das so im Kopf. Probier M3. Ich stell mal kurz auf M3 um bei YouTube. Mal gucken. Okay, dann stell ich das gerade um. Bis sofort. Ja. Ups. Hörst du immer auf M3? Ja, habe ich gerade gemacht. Da sind wir. Hallo. So. Da sind wir wieder. Gucken wir mal, ob das besser wird. Wenn auf YouTube M3 steht, dann ist das eigentlich eine gute Sache. Wir sind auf YouTube wieder da. Ja, nice. Ist auch der richtige Stream, ja? Ist kein M3-Standpunkt. Sehr schön. Top. Alter, awesome. Mann, ey. Geht ja gut los heute. Aber ihr habt 893 Punkte bekommen. Peter, nur um das nochmal zu erklären, ihr hattet ja ne, das Zeitspiel. Ja, weiß ich. Ich wollte mich mit meinem Kollegen Rücksprache halten. Er hat ein bisschen gebraucht mit seinem Achso. Ich? Ja, du. Jetzt lag das an Jay. Wow. Der andere was? Kollege. Er hat nicht zugehört, was? Ja, hat das super gemacht. Gerne. Ja, ich finde auch, wir haben das super gemacht.
1929, das bedeutet, wir haben bald die 100. Oscars. 10. März sind die nächsten. 10. März, ein Tag vor dem großen Eisfest. Wann nochmal? Am 10. März, 2024 ist das Eisfest am 11. März. Das ist die 96. Ausgabe. Dann auf das Eisfest kommen wir heute aber nicht zu sprechen, um darüber zu reden. Das werdet ihr heute noch hin und wieder mal sehen. Nach jeder Frage kann man darüber reden. Können wir auch mal. Würde dann vielleicht ein bisschen monothematisch werden. Kann man einen kurzen Schnack drüber machen, nicht? Gehen in die nächste Runde. Aha, wir kriegen jetzt erstmal geil. Sepp und Bram, genau. Ihr beginnt jetzt. Und ihr seid beide gegangen, finde ich nice. Ja, bin ich gegangen. Nein, das ist Christian. Wo ist Christian? Guck dir an, was ist das für eine unnatürliche Körperhaltung? Okay, das Bein sieht nicht gut aus. Guck dir das eine Bein an, Alter. Okay, ich muss anklicken, was auf dem Bild falsch ist. Das ist nicht sein Penis, das ist sein Fuß. Der steht am Boden. Was ist das für ein Beutel, den der da in der Tasche hat? Ist das sein Ei? Ja. Oder Kackbeutelchen. So. Der hat aber auch einfach. Ey, Brom, lass einfach den Fuß anklicken, das ist schon richtig. Ist aber auch insane. Wir spielen jetzt eine sogenannte Mittelpunktrunde. Das bedeutet, Peter und Sepp, ihr setzt jetzt beide unabhängig voneinander einen Punkt. Ihr dürft euch deswegen auch nicht besprechen. Ihr und seht Sepp? Den Rammen ja, und Sepp. Finde ich gut. Rammen und Sepp. Okay. Ja, Peter, er hat Peter und Sepp gesagt. Ja, hat er. Das hat er bestimmt. Ich wollte deswegen fragen, und das. Punkt. Oh. Und Peter, ihr seht diese Punkte nicht, lieber Chat. Ihr seht diese Punkte natürlich schon. Nach dem Punkt hat sich eine Linie gezogen. Hilfe! Auf den Mittelpunkt dieser Linie, da wird dann der Kreis gesetzt. Der Kreis, den seht ihr rechts, so groß ist der da. Und ihr müsst dann innerhalb des Kreises platzieren. Frage laut. Ihr ja, seht genau, hier, und dann wirft die auch noch Molotov-Cocktails. Ist klar. Seine grazile Körperbeherrschung schmeichelt seinem märchenhaften Gemüt. Die Frage lautet: Wo befindet sich Christians linke Schuhsohle, wenn wir das gesamte Bild um 70 Grad im Uhrzeigersinn drehen? Wenn man das Bild dreht. Das gesamte Bild, was ihr da seht, um 70 Grad im Uhrzeigersinn. Christians linke. Linke Schuhsohle, wo befindet sie sich dann? Okay, ich verstehe. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich verstehe das mit dem Drehen nicht so ganz. Du musst das Bild in der Mitte drehen um 70 Grad. Im Uhrzeigersinn. Drehen um den Mittel. Genau. Um den Mittelpunkt des Bildes wird das gesamte Bild gedreht. Um den Mittelpunkt. Ich dachte, wenn ich mir das dreidimensional vorstellen muss. Habt ihr das verstanden? Ja. Okay, dann. Ihr wollt keinen Joker ziehen? Nee. Ja. Okay, ihr könnt mich anrufen. Joker ist Quatsch. Ich das dann bitte nicht absprechen, logischerweise. Ihr seht den jeweils anderen Pin nicht. 45 Sekunden ab jetzt. Loch Nummer 57. Ja. Geil, wir sehen das aber. Ja. Auch genannt deine Mama. Ja. 90. Ja, und dementsprechend. Ja. Ist egal, was von der Schuhsohle? Die gesamte Schuhsohle zählt dann. Als Ziel. 20 Sekunden habt ihr noch. Oder? Ach, sehr, hab ich das getroffen. Kacke. Nicht gut. 10 Sekunden. Aber, ich darf ja eigentlich nichts sagen, ne? Ich könnte ja Tipps geben. Oh ja. Das ist ja so voll gesagt. Der Swinger-Typ, er hat ein Ananas-T-Shirt an. Geil. Nein, die Ananas muss falsch herum sein. Nee. Ist das so? Muss nicht falsch herum sein. Also Hauptsache, das ist eine Ananas. Das ist eine Ananas mit Totenkopf. Ja, die Ananas wird doch verkehrt herumgetragen. Was? Okay, das wusste ich nicht, dass man die verkehrt herumträgt. Ich meine, die Verkehrung ist ja gebildeter als wir. Ja, okay, ist ja bei 70 Grad fast, ne? Also, ihr habt hier eure Pins platziert. Abram, sehr nah starker Guess. Linie ist dann hier nicht sichtbar zwischen den beiden Punkten. Der Kreis dann dementsprechend in die Mitte. Safe. Ah, da muss doch wohl irgendwo die scheiß Schuhsohle. Schauen wir mal, gut gemacht, denke ich. Ob das da auch wirklich ist. Nein, ist es nicht. So, damit haben die anderen beiden jetzt eine Möglichkeit, außer ihr wollt den Joker ziehen. Kannst du die Frage nochmal stellen? Wo befindet sich Christians linke Schuhsohle, wenn man das gesamte Bild um 70 Grad im Uhrzeigersinn dreht? Okay. Ihr seid klar? Ihr wisst, wie es geht? Wolltest du nochmal, Sepp? Dürfen die jetzt nochmal auch theoretisch? Theoretisch, bisher haben sie noch nichts gesagt, sonst würde ich einen Timer starten. Also ich bin bereit.
Ich hätte nämlich nicht woanders hingeklickt, also. Außer du sagst, boah, yo. Ja, so richtig drüber reden. Nee, nicht drüber reden. Wenn du sagst, boah, ich würde safe jetzt woanders hinklicken, dann. Do it. Ja. Ich würde nirgendwo anders hinklicken. Ich nämlich auch nicht. Bist du dumm dafür? Ich auch anscheinend. Okay, dann spielen Peter und Jay. Ihr habt 45 Sekunden Zeit. Ab jetzt. 25. Mag das J. Da, oder? Ach nee, Moment, da. Immer noch der Meinung, 10 Sekunden. Dass das eine unnatürliche Haltung ist und nicht gut für die Bänder ist. Nicht sehr unnatürlich auch. 5. Und eure Zeit ist rum. So, ich fürchte, das ist irgendwo ein Denkfehler, aber ich habe den gleichen gemacht wie ihr, ärgerlicherweise. Hier sind eure Pins ein bisschen höher. Wie kannst du denn den gleichen haben? Also macht ja schon Sinn. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwas mit dem Grad komplett falsch verstanden, weil... 70 halt, ne? Nicht 90. Ja, nee, schon klar. Aber ich dachte, die hätten schon getroffen. Ich hätte genau dahin geklickt, wo die hingeklickt haben. Ja, naja, das Bein ist länger. Vom Mittelpunkt ausgehend. Ihr seid beide ein bisschen höher jetzt als eben. Ich hätte auch gesagt. Die Linie sehen wir wieder nicht, ihr seid sehr nah aneinander, der Kreis eben dann entsprechend hier. Darin muss sich Christians linke Schuhsohle befinden und wir schauen auch, ob das so ist. Wir sind genau einfach so ein Millimeter daneben. Ich hoffe nicht, dass Peter zu weit rechts gedrückt hat, weil das ist fast 90 Grad, ey. Ja, da ist sie. Wir können das einmal notieren. Ein Pixel daneben, wir sind doch... Tja. Es ist tatsächlich, wenn man die Schuhsohle da mal drauflegt, ist der Kreis... Also Peter hat nicht so weit rechts gedrückt, Jonathan. Ja, haben wir gut gemacht. Du willst mir jetzt echt erzählen, dass der Rand der Schuhsohle nicht bei dir als Schuhsohle zählt? Das ist ja keine Schuhsohle. Der Rand der Schuhsohle ist doch keine Schuhsohle. Ja, natürlich. Die Schuhsohle ist der komplett untere Teil, den man unerwartet. Brams Vater verkauft seit Hunderten von Jahren Schuhe. Ich würde da Brams Meinung trusten. Das ist der sogenannte Schuhboden. Die Schuhsohle ist nur die Fläche, die auf dem Boden ist. Deswegen ist sie ganz unten. Musst du jetzt Bram dann erklären, was ein Schuhboden und eine Schuhsohle ist? Aua. So, 1000 Punkte für Jay und Peter. Jetzt weißt du, wie sich die Ravens gefühlt haben am Wochenende, Bram. Nein, lieber Chat, ihr könnt das gerne so aufschreiben, wie ihr wollt. Da habt ihr leider Unrecht. Wir gehen zur nächsten Runde. Diesmal beginnen Peter und Jay. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr das wisst. Muss man vielleicht auch. Ja, mal gucken. Muss man wissen? Was ist das denn? So. Du Dazzle. Muss ich jetzt aufpassen, Jan? Das ist eine normale Runde, also ihr definiert gleich, wer klickt. Und ihr habt dann einfach 45 Sekunden Zeit wie vorher auch. Ihr seht hier verschiedene Logos. Fast alle dieser Marken und Unternehmen wurden von Kim Kardashian gegründet. Das sind echte. Ihr Vermögen wird 2024 auf 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. 1,7 Milliarden? Eure Aufgabe lautet, welches dieser Unternehmen wurde nicht von Kim Kardashian gegründet? Jay und Peter, wer von euch möchte klicken? Wollen wir jemanden anrufen? Wen würdest du denn anrufen? Das überlege ich gerade. Was ist denn mit so, kennst du dich so Nadine, Honey? Honey ist doch so, die mag doch Trash. Ja, aber die schläft gerade. Achso, ja, scheiße. Ja, weck die doch. Ja. Wer ist was? Was für ein Erfolg, Peter. Also, ich kenne. Ey, zum Beispiel. Döler? Oh, Döler könnte gut sein. Ja, ruf er den wieder in Mexiko an um 4 Uhr nachts. Nee, der ist aktuell in Deutschland. Ja, was ein Glück, Mensch. Ey, ich wüsste sonst nicht, wer da. Also, das sind doch so Schuhsachen auch und so. Hier Schuhdazzle und so ein Shit. Ja. Okay, dann lass den anrufen. Wir nehmen. SKKN. Mein scheiß Soundbug drum.
Ja, jetzt läuft es wieder richtig. Oh Mann, ey. Ja, ich lasse mal nebenbei beim Zocken ein bisschen was laufen anstatt Musik. Und... ja. Das war das gerade. Das tut mir leid, das sollte eigentlich nicht passieren. Nee, gerade ein Livestream von Pizmeet. Die haben eine Spieleshow. Das, oder, ja, die sind immer ganz lustig und du kannst da gut zuhören, weil die halt einfach nur Fragen stellen und so weiter und du brauchst da nicht unbedingt zugucken. Kann man das so sagen? Genau.
Happy to help. Thank you.
Happy to help. Better to be the hammer than the anvil. Hope you'll return. Good speed.
Interessant. Ja, deswegen bin ich hier jetzt gerade am gucken. Irgendwie sagt er mir, meine Bitrate ist... Oh, ich bin wieder live. So ist schlecht, aber... Die ist eigentlich gut. Komisch. Also ich finde, nach und nach sieht das hier ganz nett aus, bis auf dieser Bereich hier, der sieht einfach nur trashig aus. Aber das hier finde ich eigentlich ganz nice, auch dass das hier hinten im Schatten liegt. Ah, ich brauche hier noch Kerzen. Irgendwie, dass das hier ein bisschen besser aussieht. Was sonst? Ja, das sieht ganz nett aus, würde ich sagen. Ja, mal gucken, aber... Das ist echt nice. Also brauchen wir noch ein bisschen Beleuchtung. Ja, das sah gerade echt danach aus. Kerzen. Woher kriege ich denn jetzt Kerzen? Bei dem hier? Nee. Dann hier. Oh. Den kann ich auch noch bauen. Aber ich glaube, irgendwann kriegt man auch noch Fenster.
vorher noch mal was ausprobieren. So, ich würde mal eben eine kurze Pause machen und dann versuchen wir mal den Tempel da jetzt abzuschließen, was wir die ganze Zeit noch nicht geschafft haben. Also, bis gleich. Ugh.
Hi. Muss es doch noch nicht weg. Ah. Ja, wie ich... Oh Gott. Wie ich geschrieben hatte, morgen bin ich ein bisschen früher da. Weil ich halt Urlaub hab. Oh Gott. Ich muss nur, vormittags weg. Und dann irgendwie nachmittags irgendwie ab 13, 14, 15 Uhr bin ich dann, wahrscheinlich online. Ja, ganz entspannt. Oh Gott. Ganz entspannt. Ich werde hier zocken und ja, dann irgendwie wieder bis keine Ahnung, 22, 23, 24 Uhr, irgendwie sowas. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust, Laune und wie ich sitzen kann. Ja. Vernünftige Einstellung, würde ich sagen. Ja, und ab Freitag fange ich ein neues Projekt an. Ab 20 Uhr, oh Gott, machen wir ein Minecraft-Megaprojekt, so eine Art. Ja, da kannst du auch gerne einschalten. Mal gucken, wie das wird. Ja, genau. Da wurde ich von einem paar Streamern gefragt, ob ich Lust habe, da mitzumachen. Und ja, kann man sich immer angucken. Wir spielen da ein Modpack. Und zwar All the Mods 9. Bisschen abgeändert. Mit ein paar mehr Sachen dabei. Sowas wie Proximity Chat, das heißt, wenn du in die Nähe von jemandem kommst, kannst du einen Sprachchat aktivieren. Also, so wie, nicht Walkie-Talkies, aber wie normale Sprache halt auch. Ja. Das ist einfach ein riesiges Technik-Modpack. Oh Gott. Wo du, ja, das Endziel da ist der ATM-Star und ja, der Weg dahin ist mit einem Haufen Quests versehen. Wir wollen da ein bisschen was machen, Ender Dragon klatschen und ja, muss man einfach mal gucken, was man da macht. Ich hatte davor mit Create zu spielen und ja, aber da gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie mit so vielen Leuten zusammen sowas gespielt. Also das wird dann nochmal sehr interessant. Und das Coole an dem Modpack ist, finde ich zumindest, du kannst dich entscheiden, was du machen möchtest, sage ich jetzt mal. Hast du mehr Lust auf Technik und sowas, dann kannst du total viel mit Technik machen. Hast du aber mehr Lust so mit Natur und Magie und, dann steht dir da auch nichts im Weg. Dann kannst du das auch einfach machen. Das ist halt sehr entspannt, finde ich.
Ja, genau, das ist so der Plan und ja, ich bin mal gespannt, wie das Freitag abläuft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei 20 oder 30 Leuten einfach der Server crasht. muss man einfach mal gucken. Wenn ich das spiele, geht das relativ schnell. Nee. Nabend. Ja, ich weiß nicht, wie weit du zugehört hast, aber für Freitag steht jetzt nichts im Wege. Ich habe auch noch ein paar Stream-Verbesserungen. Wenn die da sind, kann ich da mal ein bisschen was drüber erzählen. Aber aktuell, Freitag... Sonst wäre es schon nach 2 Stunden mit allem kaputt. Oh Gott. Bei Enshrouded ist mir jetzt aufgefallen, wie sehr mich das mit dem Runterschalten von der Qualität abgefuckt hat, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja noch das Mainboard und alles hier. Und da hat jetzt eigentlich nur noch ein Gehäuse und eine Grafikkarte gefehlt. Und dann habe ich noch eine Capture-Karte dazu gekauft und das wird jetzt die Tage geliefert. Und dann baue ich das zusammen und dann teste ich mal Stream mit 2 PCs aus. Genau. Kann vielleicht dran liegen, dass ich eine schöne Rückzahlung von der Heizung bekommen habe. Und ja, ich dachte mir, das wird allen gut gefallen, weil dann der Stream qualitativ vielleicht ein bisschen schöner wird, beziehungsweise das Spiel nicht holy ganz so matschig aussieht. Beim Anfang war das hier noch ein Bossgegner und jetzt ist es ein Zwischengegner. Ja. Da bin ich auch noch am gucken, aber das Gute ist ja, das ist die, oh Gott, die AM4-Plattform. Das heißt, wenn es überhaupt nicht gut läuft mit der CPU, dann kaufe ich einfach noch eben eine neue. Ja, ich habe da schon so ein bisschen was gelesen. Und zwar es gibt einen Wurm, der hier unterwegs ist. Und ja, mal kicken. Yay, Stufe 12.
Ohohohoho. Nice. Yeah.
Mach mir die Flut bei den Erbauern. Während des Regens in der letzten Woche bot sich mein Auge ein höchst rätselhafter Anblick. Eine vermummte Gestalt auf der Straße nach Irrwurzburg, die wie ein Gespenst aussah. Schwebte sie wirklich über dem Boden oder betrügt mich mein Gedächtnis? Und ein Miasma Überlebenstrank. Thank you.
Tschüss, schönen Abend dir noch und ja, entspannten dir. Und danke fürs Dabeisein gewesen. Tun Ding. Also, danke, dass du da warst. Bis morgen. Oh Gott, zwei Stück davon. Store mehr. Gott sei Dank. Geschafft.
Leute. Huh!
what have you got for me? Weißt du, ich bin in der Hauptstadt aufgewachsen. Da hat man sich Geschichten erzählt. Geschichten, die ich auch mit meiner Tochter geteilt habe. Manchmal leuchteten nachts schwache Lichter hinter den Fluten. Ein Zeichen der gnädigen Herrschaft von Königin Erlands. Meine Tochter sagte, sie hätte sie einmal gesehen. Ein Kindermädchen, dachte ich. Aber wer weiß, im Teil sind schon seltsame Dinge passiert. Geschichten aus der Ferne, düster Dickicht. Und wir haben keine neuen Waffen irgendwie. Schade. Fight fire with fire. Kriemzahngrotte. Irrwurzburg. Oh, ich brauche neue Tränke. Ich brauche Wasser. Was? Die kopieren hier altbekannte Gegenden? Nee, ja. Das ist, denke ich mal, wirklich der Schwarzwald. Und was bist du gerade am Daddeln? Immer noch Pale World? Und wenn ja, wie weit bist du da schon? Oh, nice. Also hast du es jetzt offiziell geschafft, du bist weiter als ich.
Der Ruhm erhebt sich wieder aus den Tiefen. Liebe Leute, hört meine Geschichte, es ist wahr, sie sind zurückgekehrt. Ich habe die Irrlichter mit meinen eigenen Augen gesehen. Unten an den Ufern von Weißwind heller als je zuvor. Sie sind zurückgekehrt, um das herrliche Licht aus den Tiefen zu bringen, das aus der Bucht kommt. Habt keine Angst, sie sind unsere Reptilienbrüder, glitzernd schuppige Rücken, tauchend aus dem Wasser auf, breitet euch zu sicheren Ufer zu tragen. Das Glück muss uns Holz sein, unser Krieg wird enden, die Begeisterung für das Elixier wird nachlassen, das Wasser und der Regen werden klar und der Boden wird nicht mehr sauer sein. Gute Omen sind überall. Eine Warnung an das Volk. Kellerbucht zersplittert und zerfällt. König Gormander Imperialgarde erwartet einen bevorstehenden Einsturz. Haltet euch von der Grotte fern oder nähert euch nur auf eigene Gefahr. Rettungsmissionen können nicht gewagt werden, bis der Krieg vorbei ist. Außerdem bleibt den Ufern bei Nacht fern. Augenzeugen bestätigen seltsame Vibrationen im Wasser sowie schwimmende Lichter. Doch seid beruhigt, König Gormander möchte euch höchstpersönlich darüber aufklären, dass die besagte Sichtung eines Wassermonsters des Weiteren unbelegt bleibt. Leuchtsteine ist so sicher wie eh und je. Ach, Leuchtstein heißt das, okay. Commander Hicks. Das ist der Chef des Hicks-Bujums. Oh, Truhe. Wolfsrudel-Axt. Ist das eine Einhandwaffe? Bitte sei eine Einhandwaffe. Es ist eine Einhandwaffe. Oh Gott sei Dank. Oh, die kann ich noch so schön upgraden. Hello there. Oh, den Kessel. Nice. Vom geweihten Licht umhüllt. Nichts ist mehr heilig. Drei Pfeile in Kaspers Rippen und Markus Wirbelsäule ist sicher auch zersplittert. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht, während das Feuer auf uns niederprasselte. Wir wurden bei Einbruch der Dunkelheit von Commander Sirius getrennt, als die Brut sich angeschlichen hat. Doch wir sind über alle Maße gesegnet. Während das strahlende Licht uns schützt, wird sich die Brut nicht nähern. Vielleicht konnten wir auch nur durch den Segen von Emil Frey Zuflucht finden. Ich bete, dass die Routen der südlichen Karawanen sicher sind. Sicherer ist als unsere. Ich muss jetzt aufhören. Kaspar weint. Ich muss ihn beruhigen. Roll. Oh, haben wir Roll gefunden. Den hatten wir... Den sollten wir grüßen. Oh Gott, was ist das? Ach, das... Okay, oi. Bam. Oh Gott, sind das viele. Oh, Hilfe. Oh Gott, wo kommen sie alle her? Schön Überfall hier gestartet, ey. Alter. Was war das denn? Stop.
Das alles nur, damit ich hier die Miasma-Wurzel fällen kann. Und schon wird alles schön und hübsch. Wollen wir mal zurückreisen. Oh yeah. Amores. Gelobt sei die seien die Erbauer. Du hast mein Kessel gefunden. Wie geht es, Roll? Oh, seine Zeit lief ab. Während meine stehen blieb. Also sind wir wirklich die Letzten. Wie grausam. Zünden wir ihnen zur Ehre ein Feuer an, wenn wir mit dem Kessel eine Feuerstelle herstellen. Wird uns gleich warm werden. Herstellen. Feuerstelle. Farewell. Oh, nice. Ich kann es einfach reinschmeißen und krieg Essen. Ich kann Popcorn herstellen. Ausdauerregeneration. Okay. Oh, neue Quest. Schreinerwerkzeug. Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeug? Das war's. Das ist der Witz. Ich bin lächerlich, ein Scharlatan. Ich brauche richtiges Werkzeug, aber der Schmied will mir seins nicht leihen. Unglaublich sowas. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeug gibt. Sagt dir die Forschungsstätte an den Säulen der Schöpfung etwas? Oh, dann müssen wir da hin. Oh, was haben wir denn jetzt hier Neues? Uff. Stroh und Minzpilzfleisch. Woher kriegen wir denn Minzpilzfleisch? Die sehen aber nice aus. Oh, nice. Und ein Wasserbrunnen. Geil. Ich brauche nur einen Holzeimer. Oh, Schreinerwerkzeug. Verdammt.
Was? Seltsamer Brief. Flammenblut. Vor einiger Zeit geschah etwas sehr Seltsames. Ich erhielt eine Nachricht, sieh dir das an, von Reagan mit Grüßen von den Conways. Ich habe nie jemanden namens Reagan getroffen, aber ich kenne die Conways, Kuriere aus dem Osten. Sie müssen über den Handelsposten lodernder Fels gereist sein, um die Nachricht zu überbringen. Kannst du dir das mal ansehen? Yo. So, ich werde Feierabend machen und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich denke mal, morgen bin ich richtig früh online, beziehungsweise muss ich einfach mal gucken, morgen wird mir direkt am Oberschenkel Muttermal entfernt. Mal gucken, wie man damit dann sitzen kann. Aber ja, also. Morgen, denke ich mal, bin ich so gegen... Keine Ahnung, wie viel online. Irgendwie so 13, 14 Uhr oder 12 Uhr. Mal gucken. Das würde ich ganz spontan gucken, wenn ich Lust, Zeit und Laune habe. Und ja, dann wünsche ich einen schönen Feierabend. Gehabt euch wohl. Und, okay. Ja, also, ich weiß dann eh nicht, was ich dann noch hier machen soll. Also, einfach nur gammeln und warten. Nee, ich werd dann, denke ich mal, morgen zocken. Und, ja, dann, dir auch einen schönen Abend. Und erhol dich gut und dann bis morgen Abend irgendwann. Tschüss. Und ja, eine gute Nacht dir. Auf Wiedersehen. Ciao.